Hey Freunde, die Aufnahme, die ihr gleich sehen werdet, ist etwas älter und ich hatte zu dem Zeitpunkt starke Nackenschmerzen bzw. hab mir einen Nerv eingeklemmt und deswegen war ich bisschen, naja, genervt und mein Commentary war nicht gerade sehr unterhaltsam. Mittlerweile geht es mir besser dank der Pferdebalsam, die hilft wirklich. Und ich hoffe einfach trotzdem, dass die Folge euch gefallen wird. Außerdem will ich noch sagen, für Leute, die The Room 2 vielleicht nicht wirklich mögen, ich werde The Room 2 immer jeden zweiten Tag bringen, weil sich das Spiel so ein bisschen ziehen wird. Und an den anderen Tagen halt andere Spielchen, wie zum Beispiel Horrorspiele oder so. Ich möchte morgen nämlich mit Story Untold anfangen. Es ist irgendwie so ein Stranger Things Horror-Adventure und ziemlich abgedreht und mal gucken, ob es gut ist. Ich hoffe trotzdem, dass die Folge euch gefällt, auch wenn ich gerne ein Blitzdings hätte, um euch zu blitzmissen. Alles klar. Viel Spaß mit der Folge trotzdem und wir sehen uns in anderen Projekten hoffentlich wieder. Bis dann. Jetzt hat er die nächste Kiste geöffnet, oder? Genau, die habe ich auch schon gesehen. Alright. Dann fangen wir erstmal hier oben an und schieben das hier zur Seite. Geht das? Na, eigentlich will ich das hier zur Seite schieben. Naja, du mich auch. Gut, dann pass mal auf. Dieser Zettel hier hat wieder etwas zu erzählen. Die Santa Helena lief um 18 Uhr auf einen Felsen auf. Sie hob sich, als ob ihr der Rumpf abgerissen worden wäre und sofort schoss das Wasser mit fürchterlicher Geschwindigkeit herein. Diesen Felsen allerdings gab es nicht. Wir näherten uns, soweit es ging, um die Überlebenden aufzunehmen. Doch nur eine Besatzungsmitglied entkam dem Wrack. Eine Art Gelehrter. Ein irräugiger, zerschlissener Mann in blutverschmierten Fetzen. Seine Faust umschloss eine Art Skulptur. Und mit wirren Worten sprach er davon, wie unermesslich mächtig und wertvoll sie sei. Vielleicht ist unser Schatz doch nicht mit der Helena gen Meeresboden gesunken. Ich ließ das Objekt in die Obhut meiner Kajüte bringen. Gut, dann schauen wir uns erstmal hier alles an, nicht wahr? Vielleicht sehen wir hier irgendetwas. Gut, ich will auf jeden Fall das hier angucken. Was hast du so zu sagen? Hm? Achso, ein Gewicht haben wir gefunden. Okay, sehr schön. Ist das wieder ein Zettel? Heilige Scheiße. Gut, die haben sich echt ausgetobt auf jeden Fall jetzt hier. No, es liegt in der Natur dieser Welt, sich selbst in immer komplexere Zustände zu verwirren. Wie die Spiralen in einem Strudel, Muster und Systeme zugleich. Es scheint, als wäre jeder Raum selbst ein weiterer Teil einer größeren Apparatur. Du musst den Raum in Einklang bringen, um die Glyphe zu finden, und die Glyphe in Einklang bringen, um die Tür zu finden. Alles muss im Einklang sein, doch zu welchem Zweck? Bin ich der Entdecker? Der Gefangene? Oder eine Ratte im Labyrinth? Aha. Alles muss im Einklang sein, sagst du, ja? Der hat voll die komische Steuerung hier. Da können wir das Gewicht drauflegen. Ah, hier kommt es drauf, okay. Das sah viel kleiner aus hier drüben auf dem Tisch, oder? Nee, wobei, doch, es kommt hin. Gut, das haben wir jetzt geöffnet. Was haben wir hier? Das kann ich schieben, oder nicht? Nee, will er wieder nicht. Muss was anderes machen. Aber nee, das muss ich machen, ganz sicher. Wir können ja hier mal anfangen. Eine kleine Scheibe gefunden. Achso, die können wir jetzt hier einsetzen. Genau, und dann kann ich das Teil rausholen. Perfekt. Einmal drehen, das kennen wir ja, die Rätsel aus dem ersten Teil. Aha, noch ein Gewicht. Sehr gut. Kann ich da drüben etwas öffnen? Sieht nicht so aus. Da muss ich erstmal die weiteren Teile platzieren. Hierhin kommt es. Boom. Ah, die bewegen sich, die Teile. Wunderbar. Da ist es. Ich sehe es. Her damit. Vielen lieben Dank. Aber reicht das auch? Sind das denn genug? Das sind vier und hier sind vier Stück. Alles klar. Das hier so runter. Zack. Na komm, beweg dich. Ja, wir können es direkt so machen. Nein, okay. Ich dachte, ich kann beide auf einmal holen. Perfekt. Da ist das nächste Gewicht. Und das hat diesmal... Ja, das ist sehr einfach, ne? Diese Muster drauflegen. Hier kommt es hin. Na? Na? Na komm schon. Komm, ist das ein... Oder ist das ein Stern oder was? Nee, das ist es oder nicht? Ach. Ach, guck mal. Oh, da wurde ich richtig geprankt. Okay. Sehr gut. Das ist ein Dreieck. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht, Herr Specht. So, das Ganze noch zweimal, dann haben wir es. Wo befindet sich nur jetzt dieses Teil? Wo befindet sich das? Irgendwo hier unten? Oder soll ich die alten Teile mir wieder herholen? Ist da unten etwas versteckt?
Nee, da ist nichts versteckt. Warte mal, diese Teile hier an den Seiten. Diese Teile hier an den Seiten sind sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Oh, hier sind die Zeichen. Okay, die müssen alle nach oben zeichnen. Also alles nur ein M-Zeichen. Okay. Ach nee, ach. Okay. Facepalm. Die Teile müssen einfach nur... Okay, die müssen die Schublade öffnen. Das ist nicht das, was mir vorgegeben wird, sondern mir wird gezeigt, wie ich es gemacht habe. Könntest du das Loch anklicken? Dankeschön. Also muss es... So, so, so und so. Damit sollte jetzt die Schublade offen sein, wenn ich mich nicht täusche. Jep, das ist sie. Junge, diese Schublade. Okay, da ist auch das Teil. Meine Fresse, gar nicht gesehen, das Ding. Ich dachte erstmal, wir müssen das Feuer oder sowas. Weißt du, ich gucke mir die ganze Zeit im Hintergrund die Sachen an. Und hoffe, dass ich da was entdecke. So, jetzt erstmal das hier rein. Da kommen zwei Stück rein. Und ich weiß auch genau welche. Und zwar erstmal dieser hier. Und danach kommt dieser hier rein. So haben wir es jetzt. Vielleicht. Nein. pass auf. Wir müssen jetzt erstmal... Du kommst nicht rein. Die müssen sich treffen, die Teile. Ah, verstehe. Okay, okay, okay. So, die müssen eins bilden. Im Einklang sein und sowas. Aber was ist mit dir? Ach so, das ist richtig. Na gut. Na gut. Na gut, schauen wir uns mal das Gewicht direkt an. Vielleicht kann ich da wieder etwas drehen oder so. Ah, nach oben schieben. Zack, und es wird ein Stern, habe ich recht? Es wird ein Stern. Perfekt. Das Ganze noch einmal. Ja, das müsste es sein. Und jetzt... Da. Ah, ich glaube, da fehlt sogar eins. Nee, das war alles richtig. Okay. Ich dachte, eine Seite habe ich da. Gut. Bingo. Was jetzt? Wo kriege ich dich her? Da drin, an den Seiten wieder, hat sich was geöffnet. Hat sich hier irgendetwas geöffnet? Einfach mal kurz reingucken. Das hier sieht merkwürdig aus. Na komm schon. Sehr gut, da haben wir es. Schnapp's dir. Eine kleine Scheibe gefunden. Perfekt. Und die kommt dann hier rein. Zack. Und jetzt müssen wir erstmal... Ich verstehe. Ich verstehe. Kann ich dich so mitnehmen? Ich kann dich nicht so mitnehmen. Okay, pass auf. Ich verstehe, was die Lösung hier ist. Upsi, zu weit. Jetzt nehmen wir dich mit. Und... Ah, okay, 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 okay. So, ich muss dich da unten hin befördern. Pass auf. Erstmal zack. So, wobei das... Ah, nee, das klappt nicht. Und jetzt nehme ich dich hier so mit. Zack. Und dahin. Zack. Und da haben wir es. Zack. Sehr gut. Und das letzte Gewichtsstück. Es müsste dann was sein? Der Kreis oder was gab es da noch? Achso, nee. Das Sechseck. Okay, zeig mal her. Wie machen wir aus dir ein Sechseck, ha? Ein Gewicht, da sehe ich doch etwas. Okay, einfach nur drehen, dann haben wir es. Gut. Platz. Warte mal, was? Achso, wir haben hier noch ein kleines Gewicht. Ach, das kommt da hinten hin. Okay. Ja, und dann dieses Sechseck hier noch rein. Damit es schön im Einklang bleibt. Perfekt. Sehr gut. Da ist der Anker und... noch irgendwie so ein Metallteil. Anker mitnehmen und... eine metallene Uhrfeder. Okay, gut. Schauen wir uns die mal an. Vielleicht kann ich mir damit etwas machen. Nee. Kann ich mit dir was machen? Irgendwie was rausziehen? Hast du hier irgendwelche kleinen Hinweise? Sieht nicht so aus. Okay, dann pass mal auf. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz rüber. Ich glaube, das Uhrwerk wird dann hier irgendwo platziert, oder? Der Anker. Ich meinte, der Anker. Was? Uhrwerk? Das Teil meinte ich. So, der Anker kommt hier hin. Oder nicht? Der wird hier befestigt. Ja, perfekt. Und runter. Aha, da haben wir jetzt irgendwie sowas Sternförmiges, ein Metallstern. Und dieses Seil kommt... Wohin? Das Seil kommt ganz sicher hier irgendwo hin. Naja, eine metallene Uhrfeder. Okay, irgendwo muss eine Uhr sein. Pass auf, wo kann ich denn jetzt diesen Stern platzieren? Hier wahrscheinlich nicht, oder? Du bist ready, Kiste. Schätze ich mal. Gut, vielleicht kann ich das doch auf...
diesem Tisch hier machen? Ich glaube nicht, dass wir hier komplett fertig sind, oder? Doch. Sieht so aus, ne? Der hat sich voll versteckt. Ah, nein, 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 nein. Erst öffnen wir... Aha. Nee, da muss etwas verändert werden. Vielleicht erstmal den Sternenschlüssel hier einfügen. Da, der passt perfekt hier rein. Gut, fangen wir damit an. Zack und ziehen. Oder drehen. Öffnen. Und hier müssen wir jetzt eine bestimmte Uhrzeit einfügen. Junge, das ist ja richtig viele Rätsel hier. Heilige Scheiße. Pass auf, ich sehe hier nichts. Ich kann aber die Zeiger hier bewegen. Ah. Nee, das kommt hier nirgendwo hin. Wie viel Uhr soll es denn sein? Vielleicht 12? An der Kiste hier an den Seiten sind auch noch irgendwelche komischen Teile. Ja, den können wir auch runter machen. Jetzt öffnet sich das hier in der Mitte. Ein kleiner Schlitzschraubenzieher. Okay. An diesen Schlitzschraubenzieher benutze ich, um dich zu reparieren. Richtig. Richtig. Nee, vielleicht kann ich hier etwas abmontieren. Da an den Seiten. Guck mal, sieht so. Nee, das ist dann auch Schwachsinn, nicht wahr? Da oben ist auf jeden Fall ein Schlüsselloch und das hier kann ich nicht... Ah, Moment, vielleicht... Nein, 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 nein. Okay, scheiß auf die Uhr. Weißt du, kannst du nicht lösen? Scheiß auf die Uhr. Kann ich das jetzt wieder drehen? In die andere Richtung oder sowas? Nein. Okay. Hä? Kann ich jetzt damit zusammenarbeiten? Nee, das macht alles keinen Sinn. Ich muss irgendwie hier an den Seiten noch etwas tun. Okay. Mechanismus gefunden. Das ist einfach nur noch ein Klicken und Hoffen hier. Okay, und da müssen wir jetzt das da abschrauben. Ja, hab schon verstanden. Genau, und abschrauben. Sehr gut, na komm. Schön geschmeidig, mit Gefühl. Und da drin ist jetzt... Es sieht so aus, als würde in diesem Fach etwas fehlen. Ja, hier, das hier. Bingo. Und das können wir jetzt zumachen. Oder? Was? Sieht aus wie ein Schlüsselloch. Ja, ja, da können wir einen Schlüssel einfügen, aber... Kann ich dich jetzt zumachen? Sieht nicht so aus. Hier an den Seiten ist noch etwas. Das schieben wir mal. Bingo. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu. Ein Aufziehschlüssel, der hat noch gefehlt, denn jetzt können wir die Uhr endlich aufziehen. Perfekt. Zack und go. Beweg dich, beweg dich, beweg dich. Sehr schön. Boom. Jetzt können wir das Ganze auch drehen, sodass etwas passiert, oder? Bestimmt. Nur was soll da passieren? Ah, die blieben gerade langsam oder stehen oder sowas. Nee, ne? Gut, wir drehen einfach mal weiter und gucken, ob da irgendetwas passiert. Irgendetwas Auffälliges. Sieht aber nicht so aus. Vielleicht bewegen sich jetzt die Teile an den Seiten. Das kann ich mir gut vorstellen. Ah, die bringen jetzt alles zum Bewegen. 2.50 Uhr. Ah. 2.50 Uhr. Na, da haben wir es doch gleich hier. 2 und auf die 50. Jetzt haben wir es. Ups. So. Erstmal hier drauf drücken. Ah. Ah, mit dem kann ich das da festhalten. Okay, so. Stehen geblieben und auf die Bremse drücken. Gib mir den Schlüssel. Ein Schlüssel, perfekt. Und dieser Schlüssel kommt da oben hin. Habe ich ja schon entdeckt hier. Zack. Nett versteckt, aber ich hab's schon gesehen. Boom, und da oben können wir jetzt reingucken. Was sehen wir dort? Ein Herz. Das Herz der Kiste. Das sieht aus wie ein Herz. Nee, hier müssen wir es einfach nur drehen. Ah, ich sehe schon, das wird ein Schiff. Sehr gut. Wie komme ich bloß darauf, dass das ein Schiff wird, nicht wahr? Boom. Und was haben wir hier? Ein diamantförmigen Metallform. Was? Eine diamantförmige Metallform. Okay. Diesen setzen wir dann wahrscheinlich jetzt beim Schiff ein, würde ich sagen. Die Kiste ist abgeschlossen, sagt er mir. Oder auch hier rein. Kannst auch gleich für mich erledigen, Spiel. Oh, ist das das Artefakt? Es sieht aus wie das Artefakt. Zusammenbasteln? Boom! Mensch, ist das aufregend.
Okay, jetzt muss ich hier wieder dieses Zeichen zusammenbasteln oder sowas, ne? Ja, ich merk schon. Nee, das scheint es nicht zu sein. Das könnte eventuell irgendwie passen. Okay, das hat gepasst. Und damit hätten wir das nächste abgeschlossen, oder was? Wow! Verschling mich, nimm mich wieder mit. Oh, wow, das war jetzt richtig gut kommentiert, oder? Bei mir, von mir? Ja, vielleicht das tun. Und jetzt das tun. Und jetzt das tun. Und das tun. Oh, Mann.